Hallihallo. Wir schauen uns heute zusammen Little Big Workshop an. Gab es im letzten Humble Bumble und auf Steam aktuell für 20 € zu haben. Wir haben jetzt gerade mal unsere Firma benannt und schauen, was wir hier so tun müssen. So, Mirage Game Studios präsentiert. Okay, wir sind vermutlich ein Bastler im Keller. Und hier bauen wir einen Workshop. Okay, eine Werkbank kaufen. Drehen, ja, kann man drehen. So, ah, da kommt auch ein LKW. Fall schon mal cool gemacht. Und der baut den jetzt wahrscheinlich selbstständig auf. Ja, kann man den Sound mal wieder lauter machen? Ich habe gedacht, das knallt am Anfang wieder so. Aber scheint ja zu gehen. Okay, drei Gartenzwerge. Dafür brauchen wir Holz. Ein bisschen Bearbeitungszeit. Ein Arbeitsplatz. Schon nächstes LKW, ob es uns Rohmaterial bringt. Weil farmen können wir es bestimmt nicht, obwohl es hier Bäume gibt. Keine Lagerfläche für Holz. Ich denke, wir nutzen das mal als Lager erstmal. Auf jeden Fall cool gemacht. Gefällt mir so persönlich schon mal ganz gut. Sieht grafisch gut aus. Ist niedlich gemacht. Und so Dinger mit eigener Firma sind eh immer nett.
Nachtwechsel gibt's auch. Wo wir im Keller sind, also müssen wir hier im Licht anmachen können, aber so ist realistischer. Regale, na klar. Okay. Brauchen wir ein bisschen mehr Krams. Zwei Muskelmänners. So. Zweiter Bergwerk war natürlich besser. Eine Säge brauchen wir auch noch. Die Säge. Ja, kann auf jeden Fall ordentlich gebaut werden. Das ist ein Haus. Ich denke, da kann man unsere Fabrik auf jeden Fall noch vergrößern. Was machen wir, wenn er erschöpft ist? Pausenraum. Tisch. Kickertisch. Getränke kühl halten, Fernseher. Und Fernseher geht auf jeden Fall auch. Arbeiter mehr könnten nicht schaden, ne? Ich spule mal ein bisschen.
Ah, gleich soll er voll, ey. Schade, dass man keine zweite Werkbank kaufen kann. Farbe ändern oder was kann man doch ändern? Machen sie beide wenigstens was. Immerhin. Noch drei Stück. Punkt. Verfügbare Pausen. Entspannter Arbeiter. Naja. Eine weitere Bestellung abgeschlossen. So, das ist unser Markt. Ja, werden momentan gut bezahlt. Okay. Deko oder Haltbarkeit? Ich bin mal für Haltbarkeit. So, eine Menge. Wir produzieren mal 5.
So, es wird eine Weile dauern, bis der Auftrag abgeschlossen ist. Ja, das ist lustig. Also können wir mal Tempo machen. Läuft ganz gut. Aber bis wir uns vergrößern können, dauert es bestimmt noch. Montagestation. Wenn wir eine zweite bauen können, dann machen wir das. Zweite Werkbank wäre natürlich cool, aber es dauert wohl noch länger. Ein Bediener. Okay. Dann können wir das nehmen. Und los, oder? Kann man irgendwie Preise was tun? Nee. Egal. Wird gut bezahlt. Und die LKW-Fahrer hier von links beim Auspacken und Verladen. Da geht's ein bisschen flotter. Das sind Bedienern, was sind die anderen? In der Kiste. Werden wir bestimmt auch noch rausfinden. Kann man nichts planen. Nachfrage 58. Da kann man wahrscheinlich aktuell nur einen Auftrag annehmen. Oh, ist kaputt. Dann müssen wir mal hier mal reparieren.
Werkzeug schon haben, kann man auch alles reparieren. Bekanntschaft kann man auch noch sich gut stellen mit den ganzen Einkäufern. Zertifikat. Sehr gut. 100 Produkte liefern, da gibt es ja auch Achievements. Na, gibt es sowieso bei Steam. Ja, auf jeden Fall die Farbe. Eine Spritzmaschine. Forschung und Entwicklung gibt es. Metallproduktion. Holzproduktion. Ich habe eh nur einen Punkt übrig, okay. Tischelstation auf jeden Fall noch. Da ist der Eingang zu nah dran. Fontäne. So, neuer Auftrag. Oh, Schier. Enten. Hm. Sieht nicht schlecht aus. Metallverarbeitung. Kleine Schmiede. Ich hoffe, das kann man später nochmal umstellen. Jetzt haben wir schon ein Produkt. Ich glaube nicht.
Wie viel soll man davon machen oder fehlt noch irgendwo was? Oh ja. Was brauchen wir hierfür? Metallstation. So, was fehlt hier noch? Das haben wir. Und das fehlt. So, das dauert ein bisschen, kannst du nur umschauen. Oh, das ist ganz gut. So. Station. Kein Platz mehr. Da müssen wir es irgendwie mal vergrößern. Ich wüsste nur nicht, wie. Na, wir machen erstmal die Aufträge fertig.
Was wir machen können. Ja, Engpass. Okay, dann machen wir hiervon mal 10. Platz 20 sind aktuell. Automat wäre nicht schlecht. 3, dann sogar 4. Tätige Transporteure. Ist klar. Weg. Von denen haben wir auch zwei Untätige. So, Holzproduktion, Bautools. So, nächster Auftrag.
Das ist stabil und gut, ja, nehmen wir das. So, jetzt habt ihr eine Weile zugeschaut und ich bin echt begeistert. Mir macht es großen Spaß und ist echt niedlich gemacht. Und ich denke, für 20 Euro ist es echt angemessen. Klar, im Sale könnt ihr ja die Augen offen halten. Oder ihr holt es euch bei Humble, da war es ja jetzt im Bundle dabei, da wird es auch bestimmt noch heruntergesetzt sein. Aber das ist Little Big Workshop. Mir hat es Spaß gemacht und ich kann es wärmstens empfehlen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.